Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir im Thorsten. Ja, Clanspiele, ich muss auf jeden Fall weg, Leute. Geht gar nicht. Aber irgendeiner hatte das gestern, glaube ich, angesagt, dass morgen wieder Clanspiele sind, beziehungsweise heute Clanspiele sind. Aber wir haben gestern Abend ja schon nachgeguckt. Da ich es ja im Vorfeld jetzt nicht mehr weiß, habe ich mich da auch so gar nicht für interessiert, muss ich sagen. Aber die Rewards, Leute, sind unterirdisch. Eieiei. Stimmt gar nicht. Gestern Abend war hier oben nämlich noch... Die haben es nochmal vertauscht. Gestern Abend war hier oben nämlich noch ein Baubuch drin, was kein Mensch braucht. Ich meine, klar kann man ein Baubuch auch gebrauchen. Und wir haben gesagt, da muss ein Heldenbuch rein. Entweder haben die uns jetzt erhört oder sie haben es doch nochmal getauscht, weil ich habe jetzt nicht mehr gesehen, oh, das erste Bild war ein verkehrtes Bild. Aber die Schaufel haben wir gesehen gehabt und wir haben auch, glaube ich, einen Uhrenturmtrank gesehen gehabt. Super Potion war hier. Der Uhrenturmtrank ist auch raus, oder? Trainingspotion? Ne, da ist der Uhrenturmtrank. Okay, da, der ist noch da gerutscht, aber das Bild von gestern war auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes als das, was wir hier gerade gesehen haben. Aber okay. Ja, ich habe ein Clanspiel angenommen. Ich will euch gar nicht sagen, was für eins. Oh, wir können hier boosteln. Und ja, das ist jetzt eine echte Überraschung. Ne? Clanspiel, ich muss weg. Nein, Clanspiel, ich muss sie ganz schnell machen. Aber den Reward gibt es ja leider erst am Ende, okay? Den Reward gibt es leider erst am Ende. Und auch gestern Abend kam hier hitzige Diskussionen auf. Toto, warum hast du die Kanonenkarre gemacht? Weil ich gedacht habe, sie wäre besser. Ich habe wirklich gedacht, sie wäre besser. Sie ist in Ordnung. Ja, sie ist in Ordnung, aber ich habe gedacht, sie wäre noch besser. Und von deswegen her. Ja, den haben wir schon wieder doof gezündet. Auch darum ging es gestern. Um das Zünden der Typen hier. Also nicht der Typen, sondern um das Zünden. Um das Zünden der Packers oder auch der Babydrachen. Zu früh, zu spät. Ich meine, wenn jetzt nichts in der Nähe ist, dann brauche ich die auch nicht boosten wieder oben. Gerade den Fünfer. Den habe ich jetzt gerade nochmal gezündet, aber war eigentlich unnötig. Denn der war sowieso außerhalb jeglicher Range, also nicht jeglicher Range, sondern jeglicher Def. Und das Dusselige ist, ich muss jetzt ein bisschen mit meinen Truppen haushalten, weil ich keine zweite Kampfmaschine mehr habe. Die habe ich im Moment im Ausbau. Das ist ein bisschen dusselig. Deswegen habe ich jetzt nur drei Päcker Zeit, aber ihr werdet gleich sehen, was ich für ein Spielchen angenommen habe. Gar nicht mal schlecht und eigentlich schnell gemacht. Da müssen wir nur da hinkommen, okay. Aber wie gesagt, ich habe auch wirklich keine... Ich habe keine... ich habe keine zweite Kampfmaschine. Und das könnte ein bisschen eng werden hier. Gucken wir mal. Aber hier ist ja jetzt nicht so viel. Okay. Na, die könnten jetzt noch mal ein bisschen nerven. Dann macht der 7er die mal weg und der 8er macht den weg. Perfekt. Ja, geht ja doch. Okay, also man kommt dann doch mit drei Packies hier in der zweiten Stage doch ganz gut durch. Wie viel Prozent? 147. Geht da noch was? Hier 150. Auf jeden Fall 5 Sternchen für mich. Und 2 von den Crushern. Die müssen wir nämlich machen. Also wieder schnelle Spiele hier im Nachtdorf, ihr wisst. Und ich weiß es auch von euch, dass viele genau das Nachtdorf genauso spielen, wie ich es jetzt gerade tue. Das heißt also nur das Nötigste. So, Nummer 2. 3. Nummer 5. Ah, Mauerbrecher verloren, okay. Wo ist Nummer 6? Nummer 6 ist noch am Start, okay. Wenn ich Nummer 6 jetzt nicht zünde, habe ich den ja gleich mal in der zweiten Stage, ne? Zündbar sogar. Das ist dieser lilane Balken, der darüber ist, aber ich zünde ihn jetzt trotzdem. Sonst kriege ich den Crusher nicht.
den auch nochmal gezündet, ja. Habt ihr die kleinen Spiele schon rum? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr die ersten 5 Minuten euch gegönnt habt. Also der frühe Vogel kann mich mal oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Mich kann er eigentlich mal. Kann ich nochmal zünden? Jo, ich konnte nochmal zünden. Oh, was hat er denn nochmal? Och komm. Ist das sein Ernst? Sein Ernst? Es ist sein Ernst. Es ist sein Ernst. Okay. Dann können wir jetzt aber rüber. Ich meine, okay, das Tor kostet noch mal ein bisschen Zeit, ja. Wir können den Vierer aber, glaube ich, noch zünden, so wie ich das gesehen habe, ne? Oder täusche ich mich da? Hier haben wir jetzt aber allerdings keinen Crusher mehr. Ja, okay. Wir haben aber auch keinen... Ja, die gehen jetzt... Die gehen natürlich jetzt so ein bisschen außen rum. Der geht rein, der hält. Okay, wir nehmen den Siebener mal gleich in die Pflicht. Perfekt, Achter hinterher. Den Vierer kann ich nicht mehr zünden, den Sechser auch nicht mehr. Ah doch, den Vierer. Das ist der Vierer. Ach, den haben wir noch gar nicht gesetzt. Perfekt. gar nicht gesetzt. Okay, manchmal fällt es mir auch nicht auf. Ist euch sicherlich auch schon passiert, ne? Denke ich mal so. Aber auch das wären wieder gute Prozente und ich habe die beiden Crusher ja schon bekommen. Ja, ich würde auch ganz gerne ein anderes Clanspiel machen. Ich glaube, ich mache das mal fertig und suche mal so richtig was Neues raus. So ein neues Clanspiel, also noch nie gesehen, noch nie gehört und wahrscheinlich auch noch nie gespielt. Okay, 175. 4 einmal den Bonus mitgenommen. Den habe ich jetzt heute Abend, glaube ich, erst wieder. Ja, in 8 Stunden. Der dauert noch ein bisschen, aber Clanspiel war noch nicht fertig. Ne, kann man von hier auch nicht einsehen, muss man immer ins Hauptdorf. Okay, 3 Stück noch. Muss man immer ins Hauptdorf rein. Also sie haben ja vieles, sie haben ja vieles schon einfacher gemacht. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall in die zweite Stage kommen, um den zweiten zu bekommen. Auch nicht schlecht. Nein, wieder verloren. Den haben wir nicht mal annähernd gut gemacht. Den Fünfer können wir noch zündeln. Okay. Na, hart verteidigtes Dorf. Also hart verteidigt der erste Stage, würde ich sagen. Ein Stern ist wirklich selten, dass ich den hier hole. Also, dass ich wirklich so wenig hole. Oder wird es doch noch ein zweiter? Oh, es wird doch noch ein zweiter. Okay. Hui, ja, wir haben Lack gehabt gerade. Aber die Doppelkanone gibt alles. Na, wir holen doch noch 3, okay. Ist halt doch nur eine Frage der Zeit. Ja, eine Frage der Zeit ist das hier oben auch noch, bis es hier endlich losgeht. Ich nehme doch jetzt noch ein bisschen auf für euch, bevor ich es dann gar nicht mehr kann, weil die Technik hier nicht mehr läuft oder so. Keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht, was so unwettermäßig auf uns zukommt. Und deswegen habe ich mich doch dazu entschieden, okay, Toto, mach mal nicht später, mach's lieber doch ein bisschen eher. Ansonsten erlebst du vielleicht später eine Überraschung, die du nicht sehen möchtest. Nämlich, dass hier erstmal gar nichts geht. Ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr lange her, dass hier der letzte Stromausfall mal war. Den letzten habe ich, glaube ich, selber verursacht, weil ich irgendwas im Schuppen nicht richtig angeschlossen habe. Da hatte ich mir damals, ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, einen neuen Bewegungsmelder fürs Licht unterm Carport gegönnt und habe da einmal ein bisschen was verkehrt angeschlossen und dann hat es hier mal einmal gezuckt. Hier müssen wir noch einmal machen. Dann haben wir zumindest das Spiel schon mal drin, denn das bringt 600 Pünktchen, Leute. Okay, in dem Dorf, glaube ich, nehme ich immer die. Only die. Das sind immer noch die Standarddörfer. Ne? Ich glaube, die Leute haben sich noch nichts einfallen lassen oder ihr habt mir noch nie eine coole Webseite geschrieben. So nach dem Motto, Toto, guck dir das mal an. Hier gibt es coole Bases. Vier zünden wir mal. 5 können wir auch zünden. Wo ist Nummer 6? 6 ist da hinten. 6 können wir auch zünden. Ja, die geht eigentlich mal ganz gut mit Babydrachen hier. Man muss letztendlich nur gucken, dass man hier den Brutzler ein bisschen abgelenkt bekommt von den Babys. Dann läuft das auch.
Und also das Dorf ist jetzt nicht so schwer. Zumindest haben wir den einen Crusher und wir haben das Clanspiel gemacht. Ich habe mit euch ein Clanspiel gemacht, live hier in einer Folge. Ist das nicht schön? Ich finde es super, Leute. Ich finde es wirklich super. Es hat mich auch wieder gestern Abend sehr, sehr gefreut, dass ihr so zahlreich im Livestream gewesen seid. Also vielen Dank für meine Abonnenten da. Kann ich auch mal sagen, ne? Ah, schade, Tonne nicht ganz. Die Tonne haben wir doof abgelenkt gerade. Naja, okay. Ich glaube, der Otto-Post oder diese Otto-Halle da, ich glaube, die sollten wir ausbauen, ne? Die kleinen Blitzdinger da, die sind schon sehr nervig. Die sind schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Ich denke mal, den Post, den bauen wir als nächstes ab hier. Also die Zeppis hier, die nerven ja sowas von ab. Na, okay. Wissen wir Bescheid. Und wir kommen immer noch nicht von hier in die Clanspiele. Wir müssen immer noch rüber, aber erstmal das Gelumpe hier abholen. Und dann haben wir das geschafft. Schöne 600 Punkte hat das gebracht. So schnell kann es gehen. Ich möchte die ganz, ganz schnell hinter mich bringen, die Clanspiele. Also zumindest mit meinem Hauptaccount, mit den anderen Accounts lasse ich es ein bisschen gemütlicher angehen. Aber ich habe im Moment, obwohl ich ja eigentlich Bock drauf habe, weil die haben das Buch nochmal getauscht. Die haben das Buch nochmal getauscht und das war nicht so verabredet mit Supercell. Dass die das nochmal, gestern Abend waren wir wirklich alle traurig. Alle so, oh nein, ein Baubuch. Ja, aber das ist in Ordnung. Leider keine dunkle Rune zum Held machen. Das heißt, wir müssen auch im Heimatdorf ein bisschen farmen und ein wenig viele, viele Punkte machen. Wo sind hier die vielen, vielen Punkte? Was ist das da? Ich bin in Titan. Okay, ich bin nur in Titan 3. Zwei Sterne. Okay, da suchen wir uns einen raus. Mache ich aber mit euch offline, beziehungsweise morgen machen wir am Freitag ein bisschen Klönspiele. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Wetter hält und dass hier nicht allzu viel kaputt geht oder was auch immer. Und wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Clanspiele, ja, nein, vielleicht, nervig. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, es hat sich alles jetzt so ein bisschen zum Guten gewandelt. Also ich habe wieder ein gutes Gefühl gerade, doch Bock auf die Clanspiele zu haben, weil ich unbedingt das Heldenbuch natürlich haben möchte. Und deswegen bin ich ganz angenehm überrascht. Und ich war wirklich überrascht. Ich habe wirklich nicht vorher reingeschaut. Das war eben First Click. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst meinen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Am Kanal dranbleiben. Twitch.tv, also twitch.tv, /TotoClash. Es würde mich freuen, wenn ich euch als Zuschauer dort einmal begrüßen dürfte. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. In dieser Hitze hier oben.